Partner davon haben. Das heißt auch für dich, wenn du das Ganze dir gerade im Nachhinein erst anschaust, ein herzliches Willkommen zum heutigen Teacup-Call. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir werden am Anfang die Teacup-Steps einfach nochmal komplett durchgehen. Die vier Schritte. Your repetition is your reputation. The repetition is the mother of learning. Also die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Deswegen werden wir erstmal kurz die vier Teacup-Steps wiederholen. Einfach aus dem Grund, weil auch viele neue Leute in der Gruppe sind und weil es halt gerade auch für die Teampartner, die in Zukunft noch kommen werden, dann einfach eine gute Stütze ist für den Start. Und deswegen würde ich sagen, ich rede gar nicht allzu lange um den heißen Brei rum, sondern starte einfach mal direkt eine Bildschirmübertragung, damit wir das Ganze einfach kurz durchgehen können. Wie gesagt, man müsste meinen Bildschirm jetzt soweit sehen können. Kurz Daumen hoch, wenn das passt. Okay, perfekt, nice. Genau, und zwar ist die Teacup-Strategie eigentlich wirklich sehr, sehr simpel. Ich schmeiße hier mal ganz kurz meine ganzen Zeichnungen raus, dass wir hier einfach nur den nackigen Chart haben. Ich bin jetzt hier einfach mal auf irgendein Währungspaar gegangen, habe ich mir gerade eben, als das Lied lief, einfach mal noch schnell rausgesucht, um einfach mal ganz kurz die vier Teacup-Steps durchzugehen. So, im Endeffekt, wie gesagt, sehr, sehr simple Forex-Strategie, auch sehr, sehr anfängerfreundlich. Das heißt, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, ist die Teacup-Strategie eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg, um sich mit den Märkten vertraut zu machen, um einfach ja die ersten Schritte zu machen, um von A nach B zu kommen und dann dementsprechend auch die ersten Resultate zu erzielen. Genau, also Step Number One. Ich schreibe das Ganze einfach mal hier noch kurz mit, dass ihr das Ganze dann auch quasi habt. So, Four Step. Teacup Strategy. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben. Strategy. So, und Schritt Nummer 1 ist es einfach, wir suchen eine grüne und eine rote Kerze, die oben bündig sind. Oben bündig sind. Was bedeutet das für uns? Wir suchen einfach eine Kerze, die genau so aussehen. Zum Beispiel hier, dieses Szenario. Wichtig, wir beachten keine Dochte. Es geht nur um den Kerzenkörper. Es geht nur um das Fleisch und nicht um den Knochen. Es geht nur um den Kerzenkörper. Das bedeutet, hier zum Beispiel, wir können auch gerne noch ein bisschen näher ranzoomen, dass wir das Ganze wirklich aus der nächsten Nähe, ups, aus der nächsten Nähe betrachten können. So, hier sehen wir es. Diese Kerzen sind oben komplett bündig auf einer Ebene. Und genau das ist das Szenario, was wir letzten Endes haben wollen. Das ist die Ausgangssituation für die Teacup-Strategie. Das bedeutet, Step Number One, um diese Strategie anwenden zu können, ist es, wir suchen eine grüne und eine rote Kerze, die oben bündig sind. Was vielleicht wichtig ist, die erste sollte grün sein, die zweite sollte rot sein. Wie lang die Kerzen sind, spielt keine Rolle. Das ist erstmal wichtig. Wie lang die Kerzen sind, spielt keine Rolle. Ist einfach nur wichtig, erst grün, dann rot. Relativ simpel. Und genau, ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus. Oh, jetzt hat es mich hier wieder komplett nach vorne geschickt. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Genau, oder wir nehmen einfach ein anderes Szenario. Wir können auch das Szenario hier nehmen. So, genau. Also hier sind die Kerzen oben bündig. Relativ simpel. Wo habe ich jetzt meinen Text? Hier ist mein Text. Genau, das heißt Schritt Nummer 1, ups, so, Schritt Nummer 1 haben wir damit erledigt. Können wir einen Haken dahinter setzen. Zack. So, Step Number 2 oder Schritt Nummer 2 ist es, die dritte Kerze, also die dritte Kerze muss ein Lower Low sein. Sprich, die dritte Kerze muss weiter unten geschlossen haben als die vorherigen. Muss weiter unten geschlossen haben als die vorherigen. Nehmen wir gerade nochmal das Szenario von gerade. Das war nämlich genau das hier. Und wir sehen schon, also das hier ist quasi Kerze Nummer 1, die grüne ist Kerze Nummer 1, die rote ist Kerze Nummer 2. Und jetzt geht es um diese hier. Diese Kerze hier, die am 11. Juni um 11 Uhr geöffnet hat, um diese Kerze geht es. Und wir sehen schon, sie hat deutlich weiter unten geschlossen, weil wie gesagt, eine rote Kerze bedeutet logischerweise, dass der Markt in dieser Timeframe, in dieser einen Stunde gesunken ist, dass wir mehr Verkaufs- als Kaufmomentum hatten und das eben dafür sorgt, dass es den Markt um diesen Preis hier eben nach unten gedrückt hat, bis hier unten dann quasi um 12 Uhr dann hier die neue Kerze geöffnet hat. Das bedeutet, die dritte Kerze hat weiter unten geschlossen. Das passt genau dazu, was wir eben suchen. Und deswegen ist das dann quasi der zweite Schritt, den wir dementsprechend dann auch abhaken können. Das heißt, auch hier setzen wir quasi einen Haken dahinter, dass das Ganze passt. Step Nummer drei, ich mache hier irgendwie gerade so eine Denglischmischung, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Schritt Nummer drei ist es dann einfach, wir ziehen oben an den bündigen Kerzen eine horizontale Linie. Horizontale Linie ziehen.
am Top der Candles. So, was bedeutet das wiederum für uns? Ich habe hier oben meine kleine Bar, hier habe ich mir alles Wichtige hinterlegt. Also wie gesagt, ganz kurz, wenn du komplett neu bist, ich benutze hier gerade die Seite TradingView. TradingView ist einfach eine kostenlose Analyseseite, was es dir einfach vereinfacht, den Markt für dich zu verstehen, den Markt lesen zu können und verschiedenste Dinge einzuzeichnen, die du halt eben siehst. Und du kannst dir dann quasi hier auf der linken Seite hast du alle Module, die die Seite zur Verfügung stellt. Und wenn du dann hier einfach mal irgendwas öffnest, dann kannst du Dinge, die du häufig brauchst, kannst du hier hinten mit Stern markieren. Und was dann passiert, dann erscheint hier so eine Bar, so diese Bar, die ich hier gerade so ein bisschen in der Gegend rumschiebe. Und da habe ich alles, was ich brauche. Das heißt, hier habe ich meine horizontale Linie direkt parat und die ziehe ich genau da, wo die Kerzen quasi bündig sind. Also im Endeffekt, jetzt zum Beispiel hier, kannst du ein bisschen ranzoomen, dann kannst du das wirklich auch auf dem Pip genau machen, wenn du da Lust drauf hast. Und dann ist die horizontale Linie am Start. Und ja, dann sind wir halt eben mit Schritt Nummer 3 eigentlich schon durch. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Step Number 3, Step Number 3 ist dann quasi auch schon am Start. Das passt dann soweit auch. Und was wir dann einfach nur noch machen wollen ist, wir sagen einfach, die horizontale Linie, horizontale Linie, ist unser künftiger Entry. Das bedeutet, was wir dann einfach machen, wir warten quasi, bis der Markt genau an diesen Punkt zurückkehrt, um dann quasi dort unseren Einstieg mitnehmen zu können. Das bedeutet in dem Fall, ihr werdet gleich verstehen, warum das Ding auch Teacup heißt, wenn ihr es jetzt noch nicht wusstet quasi. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Bogen, ziehen den quasi genau dahin, wo der Markt an die Ausgangssituation zurückgekehrt ist. Und wir verstehen, warum das Ding Teacup heißt, weil es mehr oder weniger so ein bisschen aussieht wie so eine Teetasse. Und im Endeffekt, was wir dann einfach machen wollen, ist, sobald der Markt an unser Ausgangsszenario hinkommt, wollen wir das Ding nach unten hin traden. Das bedeutet, mit einem Sell wollen wir das Ganze mitnehmen. Das heißt, du hast zwei Optionen. Entweder du beobachtest einfach das Marktgeschehen, wartest, bis der Markt an deinen Entry zurückkehrt, um dann quasi eine Marktausführung zu machen und das Ganze direkt mit einem Sell mitzunehmen, um den perfekten Einstieg zu haben. Oder was du auch machen kannst, du kannst einfach ein sogenanntes Sell-Limit setzen. Das bedeutet, wir arbeiten eigentlich in der meisten Zeit, oder was heißt in der meisten Zeit, wir arbeiten eigentlich konstant, arbeiten wir mit Limit-Ordern. Wir arbeiten mit Limit-Ordern. So, was jetzt genau eine Limit-Order ist, wenn du es noch nicht weißt, darauf möchte ich jetzt nicht allzu lang eingehen, weil sonst wird es zu lange dauern. Schau dir dazu einfach das Video auf der Retired Young Seite im Bereich Trading Level 2 oder 1 müsste es sein, eins von beiden. In den Trading Levels wird es ganz genau erklärt, welche Orderarten es alles gibt. Das heißt, wir arbeiten mit Limit-Ordern, in dem Fall ein Sell-Limit. Und was wir dann quasi einfach machen können, um genau unsere Koordinaten herauszukriegen, du hast hier dann quasi die Möglichkeit, entweder eine Long-Position zu öffnen oder eine Short-Position. Long bedeutet steigender Markt, Short bedeutet fallender Markt. Da wir den Markt gerade nach unten hin mitnehmen wollen, nehmen wir logischerweise die Short-Position, setzen das dann genau auf unsere Linie an und haben dann hier quasi die Möglichkeit, unseren Stop-Loss und unseren Take-Profit bestimmen zu können. Das bedeutet, ich mache hier mal kurz einen Doppelklick rein und dann sieht das Ganze hier quasi so aus. Hier haben wir den Einstiegspreis, das wäre in dem Fall dann einfach die 0,79, also die 0,87, 0,79 und jetzt hast du hier dein Profit-Level, du hast hier dein Profit-Level und dein Stop-Level. Dementsprechend logischerweise Profit Level TP, Take Profit, Stop Level Stop Loss. So, Take Profit ist im 1-Stunden-Chart immer bei 20 bis 30 Pips. Ich nehme meistens einfach 20, ich lege mir die 20 fest. 20 Pips a day keeps the doctor away. Relativ simpel, 20 Pips reichen aus, um euch langfristig rich zu machen, sage ich mal. Und Stop Level sind immer 30 Pips. Warum gebe ich jetzt 300 und 200 ein? Ist ganz einfach. Das Ganze wird in Ticks gemessen, beziehungsweise in Pipetten. Das bedeutet, die Pipette ist ja immer die fünfte Nachkommastelle, in dem Fall quasi die 9. Und das wären dann logischerweise 20 Pips, sind logischerweise 200 Pipetten, beziehungsweise 30 Pips sind logischerweise 300 Pipetten. Deswegen gebe ich das Ganze so ein und zack, es passt sich genau an. Und dann habe ich hier quasi alles, was ich brauche. Und im Endeffekt sehen wir jetzt hier schon, das Ding ist quasi wunderschön aufgegangen. Wir werden gleich jetzt noch darauf eingehen, was ihr außerhalb von diesen 4 Schritten alles für euch beachten könnt, damit ihr einfach mehr Bestätigungen kriegt. Weil ich sag mal so, Leute, Trading ist relativ simpel. Wir suchen Bestätigungen. Umso mehr Bestätigungen wir haben, dass der Markt genau dahin geht, wo wir ihn hinhaben wollen, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Ganze auch passiert.
So, zum Beispiel wie bei Hourglass, wer sich mit HFX auskennt, das Punktezählen. Das Punktezählen ist nichts anderes, als einfach Bestätigungen zu sammeln. Und umso mehr Bestätigungen du hast, umso wahrscheinlicher ist es, dass dein Trade aufgeht. Relativ simpel. Das bedeutet, wie gesagt, Basic Teacup ohne weiteres Marktverständnis oder drum und dran, kann trotzdem schon ganz einfach angewandt werden. Wie gesagt, 4 Schritte. Der erste Schritt ist es, eine grüne und eine rote Kerze zu finden, die oben bündig sind. Schritt Nummer 2 ist, die dritte Kerze muss ein Lower Low sein, bedeutet, sie muss weiter unten geschlossen haben. Schritt Nummer 3 ist es, die horizontale Linie oben an den bündigen Kerzen zu ziehen. Und Schritt Nummer 4 ist es, die horizontale Linie ist dann unser künftiger Entry. Weil wir müssen logischerweise in den Markt einsteigen, um im Markt Geld verdienen zu können. Sollte, denke ich, jedem klar sein. Und genau, tun wir das mal gerade ganz kurz nach oben. Warum ich jetzt zum Beispiel auch dieses Beispiel genommen habe, ist es, weil ich möchte euch jetzt die erste weitere Bestätigung geben, die ihr quasi habt, um den Teacup einfach, ja, wahrscheinlicher zu machen, um den Teacup sicherer für euch zu machen, dass das Ding quasi aufgeht. Und zwar für mich ist das nämlich eine sogenannte Support- oder Resistance-Zone. Support-Resistance sollte jedem ein Begriff sein. Decke und Boden im Markt, möchte ich jetzt auch nicht allzu genau drauf eingehen. Und wir sehen schon, genau da, wo unsere Linie gerade ist, haben wir in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr viele Anhaltspunkte gehabt. Eigentlich konstant, wenn wir hier mal bis hierhin zurückgehen, wir sehen schon, hier geht es quasi los. Hier reagiert der Markt sehr häufig, hier hinten reagiert der Markt, hier reagiert der Markt, hier reagiert der Markt häufiger, hier hat der ziemlich deutlich reagiert, ist jedes Mal dagegen geprallt, abgeprallt und wieder nach unten gekehrt. Und genau deswegen habe ich das Ganze gleichzeitig nicht nur als horizontale Linie gesehen, sondern gleichzeitig in dem Fall logischerweise dann einfach auch als Resistance. Wer es dann genau haben möchte, kann sich hier dann noch so einen kleinen Kasten einkritzeln, und das ganze Ding dann quasi so für sich mitnehmen. Und was jetzt hier zum Beispiel auch ganz witzig ist, aus dem einen Teacup wurde direkt quasi der nächste, weil hier hat sich der eine quasi ausgelöst und wir hätten hier rein theoretisch direkt den nächsten machen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir ziehen dann hier einfach den neuen, beginnen dann quasi hier, waren hier dann quasi ganz kurz im Drawdown, aber hätten hier zum Beispiel direkt den nächsten gehabt. Was ich daran jetzt allerdings nicht so feier ist, das sieht nicht aus wie eine Teetasse, Leute. Sehen wir uns mal ehrlich. Das sieht vielleicht aus wie ein Trichter oder so, aber das ist keine Teetasse mehr. Das heißt, was ich auch wiederum wichtig finde, ist es, dass wir einen schönen Körper haben, dass wir eine schöne Tasse haben, die einfach, ja, klar und deutlich ist. So, nichts Halbes, nichts Ganzes, sondern wirklich eindeutig. Genau, so viel quasi dazu. Eine weitere Bestätigung wäre quasi die Trendlinie bzw. der Trend an sich. Wir können hier jetzt zum Beispiel sehen, der Markt kommt hier im 1-Stunden-Chart ziemlich, ziemlich stark von oben. Wir könnten jetzt hier einfach mal unsere Trendlinie ziehen von diesem Punkt hier oben bis straight hier runter und ihr seht schon, wie perfekt das in diesem, also das ist gerade wirklich Zufall, ich habe das Ding gerade kurz vorher geöffnet. Ihr seht, wie perfekt der Markt an der Trendlinie hier reagiert hat. So, also wirklich fast, oder es ist Pip genau gerade, also wirklich random, das ist gerade absoluter Zufall. Der Trend ist your friend. Der Trend ist your friend. Das bedeutet für dich, wenn du einen Teacup suchst und für einen fallenden Markt setzt, weil wir können das Ding ja auch umdrehen, dass wir quasi einen umgekehrten Teacup haben. Wenn du auf einen fallenden Markt setzt, den normalen Teacup, dann schau wirklich, dass du dich in einem Downtrend befindest, dass du einen Abwärtstrend hast, einen wirklich überbegrifflichen, dass das Ganze einfach passt, weil wie gesagt, wenn du überbegrifflich Verkaufsmomentum hast, dann ist es einfach deutlich wahrscheinlicher, dass der Markt auch da in deine Richtung gehen wird. Und deswegen, die Trendlinie ist dann quasi die zweite Bestätigung, die du sammeln kannst. Wie gesagt, passt in dem Fall hier gerade wirklich 1A, also wirklich haargenau. Und was du jetzt noch on top machen kannst, ist das sogenannte Fibonacci. Was genau Fibonacci ist, werde jetzt allerdings nicht ich erklären, sondern es wird die liebe Laura machen, weil sie einfach, ja, der absolute Profi in dem Bereich ist. Sie wird dann auch noch auf weitere Bestätigungen eingehen, das Ganze jetzt einfach mal kurz übernehmen. Das heißt, Laura, ich würde sagen, du kannst dich einfach entstummen. The stage is yours, ich bin gespannt. Und deswegen, yes, let's go. Ich stoppe mal kurz meine Bildschirmübertragung. Safe. Ja, vielen Dank. genau, ich gehe jetzt ein bisschen auf Fibonacci an, weil ich nutze Fibonacci mit Teacup auch zusammen, einfach um noch mehrere Bestätigungen zu finden, weil Teacup an sich reicht mir halt nicht. Ich will halt mehr Bestätigungen haben. Das ist genau dasselbe, wie was David eben gesagt hat. Bei HFX hast du auch deine Punkte und guckst, ob du mehrere Bestätigungen hast, bevor du in den Trade gehst. Genau, ich mache das Ganze mit Fibonacci. Ich gebe ganz kurz auch meinen Bildschirm frei. Kann ich meinen Bildschirm freigeben? Hammer. Ja, ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die sich mit Fibonacci beschäftigen.
Fibonacci ist theoretisch, du tradest Korrekturen, kannst du theoretisch auch bei HFX machen. Und theoretisch warte ich, bis ein Markt eine Korrektur macht, weil jeder Markt muss eine Korrektur machen. Das ist einfach Fakt. Und es gibt, sagen wir mal, auch so verschiedene Steps, die man einfach beachten sollte. Also das Erste ist einfach, wir identifizieren einfach unseren Trend und warten darauf, dass diese vorherige Struktur einfach ausbricht. Und dann warten wir mit dieser Impulsbewegung, bis sie zu Ende ist und warten auf eine Korrektur. Und da suchen wir dann unseren Entry. Und ich kann mal ganz kurz zeigen, wie mein Fibonacci zum Beispiel aussieht. Mein Fibonacci sieht theoretisch so aus. Das heißt, das wäre jetzt für einen Uptrend. Das heißt, ich ziehe mir von dem äußersten Punkt, ich kann es auch mal gerade im Chart machen, das ist, glaube ich, vielleicht einfacher. Ich ziehe mir von dem äußersten Punkt bis nach oben, bis meine Impulswelle vorbei ist. Das wäre theoretisch hier und warte auf die Korrektur. Meine Entry-Zone bewegt sich vom 38er bis zum 61er. Das ist theoretisch. Moment. Hier, das ist theoretisch meine Entry-Zone. Also das ist diese Zone im Markt. Sagen wir mal, das ist so die schmächtigste Zone im Markt. Und die 61,8 ist theoretisch auch so die goldene Regel. Ne? Also es ist wirklich diese mächtigste Zone im Markt. Allerdings ist es da ein bisschen gefährlich, weil es gibt die ganzen Orders, da werden Pending Orders gesetzt. Das heißt, die meisten Trader setzen genau an diesem Punkt theoretisch ihre Order rein. Das Ding ist, die 76,4 ist so genannt der Stop-Hand, weil ganz oft sehen die Banken sehen deine offenen Positionen. Das heißt, die Banken drücken den Markt. Das heißt, ganz oft passiert, dass der Markt dir drankommt und dann auf einmal komplett mit einer Kerze, wirklich nur mit einer Kerze, komplett zu 76,4 runterschießt und theoretisch die ganzen Orders rausstoppt. Das heißt, du gehst mit dem Stop-Loss raus. Und das Lustige an der Sache ist, diese Kerzen, das sieht man im 15-Minuten-Chart, im Stunden-Chart, im 4-Stunden-Chart, diese Kerze schließt immer trotzdem in der Entry-Zone. Na, das nennt sich so gesagt dieser Stop-Hand. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, es ist eine aggressive Zone. Allerdings, wie gesagt, es kommt nicht immer vor, aber das Phänomen würdet ihr dann wahrscheinlich auch öfter mal sehen. Aber wie gesagt, ich ziehe mir dann theoretisch einfach nur den Move, also die Impulswelle. Wer sich mit Elliott-Wellen auskennt, der weiß, was die Impulswellen sind und was die Korrekturwellen sind. Ansonsten in der Academy gibt es auch ein Video davon. Eine Impulswelle hat theoretisch immer 5 Wellen und eine Korrekturwelle immer 3. Genau, theoretisch ziehe ich mir dann einfach, hier hat mein Fibonacci. So, und wir sind hier, haben wir schön reagiert. Wir haben hier fast am 50er, also an der theoretisch ist es die Hälfte von der Impulswelle reagiert. Und dann, also ich mache das im 4-Stunden-Chart, also ich gehe in den höheren Timeframe. Das heißt, ich ziehe mir mein Fibonacci, gucke, dass wir in dieser Zone sind. Wir haben da reagiert, haben auch abgelehnt. Das heißt, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass der Markt ablehnt. Und wir sind hier nach oben gegangen. Das Nächste, was ich da mache, ich gehe in den 1-Stunden-Chart. Das heißt, ich gehe einen Timeframe runter und ziehe mir von meiner Korrektur eine nächste. Das heißt, ich nehme die nächste Impulswelle, das wäre diese hier, und warte wieder, bis der Markt hier in meine Zone kommt. Und wir sehen, wir haben genau am 61,8er reagiert. Und wie man hier sieht, man hat hier, wollte er kurz zu 76,4 runtergehen. Aber das ist einfach nur ein langer Rig. Und wir sehen, wir haben in der Zone aber wieder geschlossen. Und das ist das, was ich meinte. Und genau, und dann sehen wir hier genau am 61,6er, ein bisschen weiter runter, haben wir hier unseren Teacup. Das heißt, es wäre für mich der perfekte Teacup. Man hätte hier reingehen können, wir hätten unseren Teacup auch ausgelöst und hätten die komplette Welle nach oben mitnehmen können. Das Coole daran ist halt, ich kann meine Take-Profits nach meinem Fibonacci ziehen. Das heißt, nach Fibonacci ist mein Take-Profit, mein erster Take-Profit einfach die Null. Ja, ich ziehe mir ja von 100 ist theoretisch mein Anfangspunkt und 0 ist theoretisch das Ende von meiner Impulswelle. Das heißt, ich habe mir hier mein, warte, ich
mache das mal ganz kurz raus. Nein, ich mache das raus. So, das heißt, ich ziehe mir meine Order hier rein und mein Take Profit wäre hier oben. Das heißt, ich hätte allein hiermit schon 44 Pips mitnehmen können. Und wir sehen, wie sie ist noch weiter hochgeschossen. Aber hier konnte ich statt 25 Pips im 1-Stunden-Chart, hätte ich hier 44 Pips mitnehmen können. Und wir hatten hier den perfekten Teacup. Und genau, mein Stop-Loss ist einfach wieder, wie ganz normal Teacup, wären es 30 Pips. Und das ist theoretisch so, wie ich das halt mit Fibonacci noch ein bisschen trade. Es ist eigentlich relativ simpel, was man halt einfach beachten soll, ist, dass wir halt, wie gesagt, in dem Trend sind. Und viele würden vielleicht jetzt sagen, okay, wir sind doch hier in einem Downtrend. Allerdings, wenn man weiter rauszoomt oder nochmal in den Tageschart geht, sehen wir, dass wir hier trotzdem in einem Uptrend sind. Das heißt, wir machen hier eigentlich nur unsere Korrektur und das kommt wieder genau das, was ich eben gesagt habe. Wir sind in der Korrektur, wir haben hier im Stundenchart unseren Fibonacci und haben genau um 61,8er reagiert. Also das würde ich einfach gucken, dass wir wirklich in allen Timeframes unseren Fibonacci haben, dass wir in allen Timeframes auch eine Korrektur machen, weil wenn wir jetzt da reingegangen wären und wir hätten unsere Korrektur noch nicht abgearbeitet, hätte das sein können, dass wir theoretisch unser T-Cup, dass der nicht aufgegangen wäre, dass der theoretisch in die andere Richtung gegangen sind. Aber hier sehen wir einfach, dass wir überall in unserem Fibonacci sind, in unserer Korrektur. Das heißt, wir können hier ganz easy ein Up, also eine Buy-Order setzen und haben den ganz schön mitgenommen. Genau. Und wir hatten jetzt die Tage, ich glaube bei Euro, US-Dollar hatten wir genau dasselbe Phänomen. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Genau. Also theoretisch, ich lösche das mal ganz kurz raus. Kann man es ja löschen, ja. Ne? So. Also theoretisch David hatte den Trade auch reingeschickt, ne? Und er meinte, ja, er hätte, ich weiß nicht, wo er dran, du hast noch eine andere Zone bei Fibonacci, ne? Und ich meinte zu ihm, ich glaube, er kommt noch zum 61,8er. Und das ist auch passiert. Er hat genau an dieser Zone hier reagiert. Und wir haben genau an dieser Zone auch ein T-Cup gehabt. Das heißt genau hier. So, das heißt, wir hätten den Trade hier easy mitnehmen können. Haben wir auch. genau, wir sind theoretisch hier reingegangen. Allerdings kam der Trade, der ist leider nochmal nach oben geschossen, aber ich habe zu David auch gesagt, der ist so krass überverkauft, es muss passieren, dass er runterkommt. Aber wie wir hier sehen, wie gesagt, wir haben hier unseren T-Cup und er hatte genau am 61er reagiert und haben den schön mitgenommen, hat unseren Take-Profit erreicht und das war's. Also es ist echt cool, weil, wie gesagt, ob man das mit Trendlinien macht, ob man das mit Support Resistance macht, klar, man sollte trotzdem immer beim T-Cup gucken, ob du mehrere Berührungen hast, ne? Aber ich würde einfach noch mehrere Sachen dazu nehmen, dass du einfach mehr Bestätigung hast dafür, dass der Trade auch wirklich aufgeht. Wie gesagt, wichtig ist auch, dass du einfach mit dem Trend tradest und da kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt wirklich in den verschiedenen höheren Timeframes einfach nach, ob wir wirklich in dem Trend sind und ob wir nicht in irgendeiner Korrektur sind, weil sonst kann es sein, dass man sich denkt, okay, er geht ja nach unten, aber theoretisch geht er dann nach oben, weil wir genau in der Korrektur sind, genau in dem Fibonacci-Level. Und das ist theoretisch das, was ich auch trade. Und deswegen, wie gesagt, guckt auch wirklich mal im Tageschart, wo sind wir genau, weil hier zum Beispiel wären wir eigentlich in einem Aufwärtstrend.
theoretisch haben wir hier einen Sell getradet. Deswegen schaut auch wirklich, auch wenn man Trade nicht aufgeht, schaut wirklich nach danach, okay, was kann es sein, warum der nicht aufgegangen sind. Sind wir vielleicht doch nicht im Trend? Deswegen, das ist auf jeden Fall wichtig. Beobachtet das auf jeden Fall. Und genau, also wie gesagt, das ist einfach mein Fibonacci, wie ich das benutze. Wie gesagt, das hier ist meine Entry Zone. Du ziehst theoretisch wirklich von der ersten Impulswelle 100 und 0 ist theoretisch dein Ende von der Impulswelle. Und dann kannst du die Korrektur traden. Was wichtig eigentlich auch ist, ist, dass diese Kerze in dieser Zone auch schließt. Na, also sollte theoretisch, wäre es jetzt nach nur Fibonacci, wären wir hier schon längst in den Trade rausgegangen, weil der überhalb der 61,8 ja, geschlossen hat, aber vom T-Cup her sah der echt gut aus und der war überverkauft. Deswegen den hätte man easy mitnehmen können. Genau, so viel dazu. Ich weiß nicht, habt ihr Fragen zu Fibonacci? Wenn, ihr könnt euch auch entstumpfen oder ja, oder in den Chat schreiben, ist mir egal. Laura, kannst du vielleicht noch sagen, wo du es genau selbst gelernt hast? Also ob es vielleicht bei beim Go Live Educator oder so auch nochmal? Ja, also ich kann euch, ich kann diesen Namen von diesem Typ nicht aussprechen, Manicunes, I don't know. Genau, auf jeden Fall die Bootcamps von dem, den kann ich echt empfehlen, so ein bisschen Marktgeometrie, einfach die ganzen Basics nochmal zu lernen. Das ist echt cool, auch Support Resistance, Trendlinien und. Was ich halt auch echt empfehlen kann, wo ich viel gelernt habe, ist Anastasia. Um 15 Uhr ist die auch immer online. Also wer da Bock hat mit der Mitte traden, das ist mega geil. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und sie hat ein Bootcamp. Ich kann es mal gucken. Genau, hier unten das einmal. Hier geht es auch um Elliott-Wellen. Also das würde ich jedem empfehlen, weil Elliott-Wellen wendest du auch theoretisch mit Fibonacci ab, weil du hast ja, wie gesagt, du nimmst dann eine Impulswelle und eine Impulswelle hat 5 Wellen, eine Korrektur hat 3 Wellen und diese Wellen kannst du ja auch, die haben ja auch immer wieder eine Korrektur. Das heißt, das tradest du ja und dann hast du hier, wie gesagt, Fibonacci, also das kann ich jedem empfehlen, das ist echt simpel. Das hat man auch echt schnell drauf, auch wenn es, also ich bin so ein Mensch, ich kann gar kein Englisch, aber ich musste mir das halt irgendwie auf Englisch angucken, weil auf Deutsch gibt es das nicht so und es ist echt simpel. Also jeder, der kein Englisch kann, der wird das auch verstehen. Genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, Anastasia Bootcamp oder von dem Manicure, wer auch immer, jeder Typ. Genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, der hatte sogar jetzt ein neues Bootcamp rausgebracht. Genau. Hier mit 7 Tagen, also das kann man sich auch mal reinziehen. Da bekommt man ein bisschen mehr Marktverständnis und genau. Ansonsten? Du warst jetzt sogar bei Euro-USD drin. Ich habe mir das jetzt mal kurz angeguckt. Am 28. Juli, also 16 Uhr, hat dann im Stundenchart für mich so ein T-Cup angefangen. Sehe ich das richtig, dass das so ein korrekter T-Cup ist? Und ich habe mit Fibonacci noch null Ahnung. Könntest du mal gucken, ob der so passen würde? US-Dollar ist, Euro-US-Dollar ist ja im Aufwärtstrend. Mhm. Und das wäre ja dann sozusagen ein Sell und kein Buy-T-Cup. Nee, es ist ein Buy-T-Cup, sorry. Das würde sogar passen dann. Hier der? Ist der am 28.? Nee, einen Tag 29. früher. Hier? Nein. 28. 6 Uhr. Hier der? Okay, du siehst mehr T-Cups als ich. Da. Warte mal. Ich bin gerade nur im MetaTrader drin, weil ich gerade noch einen Trade am Laufen habe. Und da habe ich auch nur habe ich mir halt das Euro-US-Dollar im Stundenchart geholt. Und die 28. Juli, 16 Uhr, Entschuldigung. Ja, hier. Ich habe das, genau. Den das wäre für mich sozusagen der T-Cup gewesen für ein Buy-Order.
Ich habe die gleichen Kerzen, also die gleich langen Kerzen. Ich habe ein Up-Up. Ich habe einen Aufwärtstrend in dem Moment. Dann müsst ihr eigentlich nochmal auf korrigieren, ne? Oder ist der Teacup schon zu groß, also vom Zeitabstand? David, was sagst du? Also prinzipiell sieht er ganz gut aus. Also ich habe jetzt nur bei dir ein bisschen mit drauf geguckt. Also wir haben ja im Tageschart auf jeden Fall den Aufwärtstrend. Das ist ja schon mal gut. Ja. Wir im Tageschart schon mal nicht gegen den Trend wie mit dem anderen. Ich hätte jetzt halt, du bist halt gerade voll im Aufwärtsimpuls. Das heißt, du kannst halt nicht wirklich nach einer Korrektur gerade gucken, wenn du jetzt die Stundenchartbewegung anschaust. Das heißt, wenn wir jetzt gerade auf Fibonacci eingehen, was jetzt gerade Laura wirklich eigentlich exzellent und perfekt erklärt hat, musst du halt schauen, weil du willst ja den überbegrifflichen Impuls, aber der T-Cup ist ja so mitten im Impuls drinne, so mäßig. Wisst ihr, was ich meine? David, meinte Silas nicht auch noch, dass irgendwie, wenn er eine Zone schon mal getradet hat, dort nicht nochmal, ne? Also, dass wenn eine Zone schon quasi... Also ich würde jeden T-Cup auch nur einmalig mitnehmen. Also ich habe das vorhin jetzt nur aus Zufall kurz gesehen gehabt, aber ich würde jeden einmalig traden. Aber das probier's selbstständig aus, mach deine eigenen Erfahrungen. So, dann lernst du auch selbst am besten draus. Also ich fände den eine Ebene höher wahrscheinlich noch besser. Also dann wird es theoretisch auch von Fibonacci passen, das heißt, wir haben hier unsere Impulswelle, ne? Die hat hier, ist sie geendet, das heißt, wir sind gerade in der Korrektur. Theoretisch am 61,8 hätten wir hier an der Seite, hätten wir auch wieder einen T-Cup, also theoretisch hätte ich den wahrscheinlich dann hier mitgenommen. Ja. Also von Fibonacci her jetzt so, wenn ich das jetzt so gerade mal einzeichne, ich weiß jetzt nicht, wie wir in den anderen Timeframes sind, aber wenn du es jetzt so siehst, hätte ich den jetzt theoretisch eine Ebene höher mitgenommen. Das sieht auch von der Support her, wenn du da hinten hier. Auch von der Supportzone her, immer aus als weiter unten. Ja. Ja, guck mal, wir kamen hier zweimal auch rein. Also wäre der hier, ja, genau, also wie gesagt, persönlich, so wenn ich jetzt auf einmal kurz da drauf gucke, würde ich den da mitnehmen und dann würde das auch passen. Ups. Wir hätten auch Wir haben auch hier, also das, was ich eben, warte mal, ich muss das mal hier rauslöschen, das ist mir zu viel. Das, was ich eben auch meinte mit Elliott-Wellen, wir haben hier auch so ein Tool, das heißt, du kannst dir die ziehen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, unsere Impulswelle wäre theoretisch jetzt vorbei. Ne, wir haben 5 Impulswellen gehabt, das heißt, jetzt kommt unsere Korrekturwelle. Und das, was wir theoretisch jetzt sehen wollen, ist, dass wir hier runtergehen, wir gehen hier hoch und theoretisch der Markt da reagiert und dann komplett nach oben geht. Das ist theoretisch das, was wir sehen wollen. Und wir hätten hier halt parallel dann auch unseren T-Cup. Ist es verständlich gewesen, Nora? Also passt es so? Nein, weil er die Frage gestellt hat.
Der schwimmt im See. Ich schwimme im See, genau. Ich habe einen Screenshot nochmal gemacht von dem, was du eingezeichnet hast, damit ich das auch selber nochmal nachbauen kann. Und dann war genau da der Mikrofon das drunter und deshalb konnte ich nicht gleich antworten. Ja, war verständlich. Das mit den Elliott-Wellen und dem Ganzen muss ich mir aber auch nochmal in der Theorie angucken, weil das Fachwissen fehlt mir noch komplett. Bin halt auch erst, glaube ich, 3,5 oder 4 Wochen jetzt dabei. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, deshalb bin ich auch froh um jeden Input, den ihr uns gebt und die Tipps, wo wir uns eben weiterbilden können, gerade wenn es um so spezielle Themen geht. Ja, Cole hat mich auf jeden Fall heute wieder weitergebracht, weil was mir fehlt, sind auch diese Bestätigungen. Also ja, die 4 Steps sind gut, aber ich will halt auch nochmal eine Zusatzbestätigung, damit ich am Ende halt ein Plus und kein Minus im Trade habe oder halt weniger im Minus rausgehen. Das ist so krass, wie Fibonacci immer genau passt. Ja, ne? Häufig. So theoretisch, also nochmal kurz zu Fibonacci, hast du ja eine Impulswelle und jede Impulswelle hat ja wieder eine Korrektur. Und wir sehen hier in unserer ersten Impulswelle, also in unserer von 0 bis 1, haben wir hier die 2 genau im 61,8er reagiert. Das heißt, wir haben hier diese Impulswelle mitgenommen. Die hat hier korrigiert und genau am 61,8er reagiert und ist dann komplett nach oben geschossen. Aber wie man hier auch dann wieder sieht, hier sind die Wicks und die gehen richtig Richtung 76,4. Deswegen, das ist echt ein bisschen gefährlich, weil wie gesagt, da sind halt die ganzen Orders, die ganzen Trader reinsetzen und wie gesagt, die Banken sehen das und drücken dann den Markt nach unten für kurze Zeit und ja. Aber wie gesagt, das ist dieses Phänomen und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, sich einfach mal damit beschäftigen. Wie gesagt, Anastasia Go Live Bootcamp ist richtig gut erklärt, auch mit Elliott Wellen, weil das sollte man schon zusammen nutzen. Ja. Diese Rigs kann man aber nicht irgendwie vorher schon weganalysieren. Ne? Da hat man einfach Pech gehabt, wenn er dann da reingeht. Okay. Ja. Wie oft sind diese Rigs, wenn du jetzt, ich meine, du tradest ein bisschen länger schon, wie oft wirst du so von einem Rigs dann ausgespiked? Also nicht so oft. Also ich gucke halt aktiv im Markt und gucke auch, ob wir gerade in der Zone sind, ob die Zone auch abgelehnt wurde. Und meistens kommt, also die häufigste Umkehrzone ist 50%. Ne? Am besten ist es halt 61,8, aber die häufigste ist einfach die 50%. Und wie oft ich jetzt da ausgestoppt bin, ist es also persönlich so jetzt noch nicht so oft, aber es ist halt so ein Phänomen. Man sieht halt auch die Rigs da. Ne? Ja. Das ist Fakt. Und das ist halt, wie gesagt, weil die Banken das sehen, die sehen die offenen Order, die Leute drin haben. Und wenn du nur damit tradest und dann keine Ahnung, wie viele Trader dann die Order da auf der 61,8 haben, dann kann das mal passieren. Genau. Dankeschön, auf jeden Fall. Achso, ja, Maria, mein DeLorean-Indikator. Ich nehme den eigentlich nur für den Trend mittlerweile, weil da meine EMAs eingezeichnet sind schon und da mache ich mir den immer ein, um einfach kurz zu checken, okay, was habe ich gerade für einen Trend, ohne dass ich jetzt krass raussuchen muss oder sonst irgendwas, weil das wird mir theoretisch mit den EMAs ja schon eingezeichnet, mit der 200er zum Beispiel. Genau, deswegen habe ich die meistens noch manchmal an. Nice. War doch jetzt ein geiler Call. Gibt's noch weitere Fragen oder irgendwas, Ergänzungen? Pipapo. Du hast vorhin gesagt, dass es egal ist, ob die erste Kerze größer ist als die zweite. Ist das immer so oder gibt es eine Situation, wo man, also ist es besser, wenn die erste Kerze größer ist oder ist es komplett egal? Also die Frage hatten wir vor kurzem in der Gruppe und ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, deswegen habe ich Silas angerufen und okay. Silas selbst meinte, es sei anfängerfreundlicher, wenn die grüne größer ist, aber im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle. Das war seine Antwort und die habe ich dann auch 1:1 so in die Gruppe weitergegeben. Das bedeutet, es spielt eigentlich groß keine Rolle. Wichtig ist halt einfach, dass sie oben bündig sind
Wie gesagt, in dem Fall sind die doch jetzt unrelevant. Und dann, ja, schaust halt einfach, dass er zum End zurückkommt. Weil wenn du dann jetzt wie jetzt zum Beispiel dann auch besser mit dem Fibonacci-Tool wirst, wenn du besser auch, ja, oder halt einfach immer den überbegrifflichen Trend drin hast, wenn du noch deine solide Zone drin hast, Support Resistance, dann hast du so viele Bestätigungen, dann spielt es eigentlich kaum noch eine Rolle, was jetzt die einzelne Kerze da ganz am Anfang für eine Größe hatte. Weil im Endeffekt, oh sorry, weil im Endeffekt geht es ja dann um das Marktgeschehen, wo wir dann später sind, weißt du, wo es dann um den Entry geht. Ja. Genau. Gut. Und bündig heißt wirklich, wenn er jetzt auf 118, 119 die erste Kerze ist, muss die zweite dann auch auf 119 sein oder gibt es da eine Toleranz von 1, 2 Pips? Also ich bin dir ehrlich, ich habe eigentlich immer nur rangezoomt und geschaut, ob die auf einer Höhe sind und dann passt das eigentlich. Also die sind eigentlich dann auch wirklich immer kerzengerade auf einer Linie. Okay, also muss wirklich durchgehen, okay, weil ich hatte jetzt ein paar gesehen, die haben so 2 Pips weniger oder mehr und dann dachte ich auch so, ist es jetzt einer oder ist es keiner? Ja gut, also du hast ja bei der Kante von deiner Teetasse hast ja auch eine Höhe, die ist ja auch nicht so ein bisschen wackelig, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So kann man sich vielleicht herleiten. Gut, danke. Bitte. Nice. Okay, cool. Ich glaube, wenn soweit keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, beenden, so heißt es. Sorry, Leute. Beenden wir einfach die heutige Session. Guckt vielleicht einfach, Leute, das Wichtigste jetzt ist, das, was ihr heute gelernt habt, setzt das in die Praxis um. Weil etwas zu wissen und es nicht anzuwenden, ist es, wie es gar nicht gewusst zu haben, Leute. Das bedeutet, die Praxis wird euch früher oder später zu dem profitablen Trader machen. Die Praxis wird euch dahin bringen, ja, wo ihr die Erfahrungen sammelt. Und deswegen guckt, dass ihr das, was ihr jetzt heute gelernt habt, wirklich in die Praxis umsetzt. Wie gesagt, wir haben die Teacup-Gruppe, wir haben die Community, wo immer Fragen beantwortet werden, wo ihr alles Mögliche reinschicken könnt, wenn was offen ist. Und dementsprechend guckt, dass ihr das Ganze in die Praxis umsetzt. Wenn ihr schon Themen für nächste Woche habt, dann schreibt die auch gerne einfach in die Gruppe rein. Und mit den Worten würde ich sagen, Meheret, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, es war ein super Call. Danke euch vielmals. Ihr habt das super gemacht. War echt eine Hammer-Session. Hey, riesen Dankeschön an Laura auf jeden Fall. Das war echt Hammer. Und an der Stelle würde ich sagen, ich beende mal kurz die Bildschirmübertragung.